Was wollen die von mir? Das ist ein Satz, den ich sehr oft höre oder in der Vergangenheit bezogen auf die Prüfung. Ich wusste nicht, was die von mir wollten. Und ich möchte diese Frage beantworten, zunächst mal in einem Satz. Was wollen die von mir? Die wollen, dass sie denken. Und die wollen nicht, dass sie reproduzieren. Also denken, nicht reproduzieren. Und denken ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff, der viel bedeuten kann. Denken bedeutet selber Dinge entwickeln. Und nicht überlegen, was ich von meinem auswendig gelernten Wissen jetzt hier unterbringen kann. Ja, also selber Dinge entwickeln, nicht, ja, nicht reproduzieren, nicht auswendig gelerntes Wissen abladen. Ja, das versuchen viele. Sie versuchen Dinge, die sie mühsam auswendig gelernt haben, an der richtigen Stelle abzuladen und versuchen ständig in der Prüfung zu erkennen, wo die richtige Stelle sein könnte, wo sie dieses Wissen jetzt abladen können. Und genau das ist falsch. Ich möchte es noch ein bisschen ausführlicher erklären. Was wollen die von mir? Oder ich wusste nicht nach der Prüfung, was die von mir wollten. Die Prüfung ist eine handlungsorientierte Prüfung. Und das bedeutet, die Prüfung arbeitet mit praktischen Situationen, zumindest überwiegend. Nicht immer ausschließlich. Praktische, muss man hier sagen, praktische Situationen. Handlungsorientierte Prüfung bedeutet also auch situationsorientierte Prüfung. Das heißt, Sie bekommen ein Problem serviert. Das Problem besteht aus einer kurzen Skizze einer Situation. Also Problem gleich Skizze. Mit Skizze meine ich einfach, dass natürlich jetzt nicht die ganze Unternehmensgeschichte aufgerollt wird und so weiter, sondern kurz skizziert wird, die Skizze einer Unternehmenssituation. Und vom Grundprinzip von dem, was man jetzt von Ihnen will, ja, denken Sie dran, das Prüfung heißt, das Video heißt, ich wusste nicht, was Sie von mir wollten, also das Grundprinzip, was die von Ihnen wollen, ist nun machen Sie mal. Nun machen Sie mal. Das ist handlungsorientiert. Machen. Ja, nun machen Sie mal. Und was ist dieses Machen? Was ist dieses Machen? Nun machen Sie mal heißt, das will man von Ihnen. Nun machen Sie mal. Und das kann jetzt vielerlei bedeuten. Das kann bedeuten, dass Sie einen Ablaufplan entwickeln. Das sind nur Beispiele jetzt. Es kann sein, dass Sie eine Checkliste entwickeln müssen. Ja, es kann sein, dass Sie einen Lösungsvorschlag entwickeln müssen. Es kann sein, dass Sie ein kurzes Skript oder Stichworte für ein Personalgespräch entwickeln müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, Ausgangsfrage, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Antwort, sie sollen etwas machen, sie sollen nicht reproduzieren, sie sollen etwas entwickeln, sie sollen nicht reproduzieren. Es ist eine handlungsorientierte Prüfung. Das heißt, der Konflikt lautet der Konflikt, in dem die Leute stecken, die das sagen, ich weiß nicht, was sie von mir wollten, die das sagen, ist der Konflikt zwischen
Produktionsmodus und Beratermodus. Jemand, der im Reproduktionsmodus ist, der sitzt da mit seinem auswendig gelernten Wissen und überlegt, wo er das abladen kann. Und der, der im Beratermodus ist, der ist in der Lage, mal einen Schritt gedanklich zurückzutreten und zu überlegen, was ist jetzt hier sinnvoll? Was ist praktikabel? Und ich rate Ihnen, kommen Sie aus dem Reproduktionsmodus raus. Der Reproduktionsmodus ist falsch. Hören Sie auch auf, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, das auswendig zu lernen. Ich höre das so oft. Ja, ich lese das so oft in E-Mails. Ich versuche das jetzt auswendig zu lernen. Lassen Sie es sein. Sie quälen sich nur und es bringt Ihnen keinen einzigen Punkt. Wenn Sie nicht sich dem Beratermodus zuwenden, haben Sie in einer handlungsorientierten Prüfung kaum eine Chance. Sie kommen mit auswendig lernen nicht zum Ziel. Sie schaffen wahrscheinlich noch nicht einmal 50 Punkte mit auswendig lernen. Das ist eine harte Wahrheit, die Sie bitte verarbeiten müssen. Beratermodus ist, dass Sie Fragen stellen. Fragen stellen. Und diese Fragen sind im Wesentlichen W-Fragen. Sie arbeiten sehr viel mit W-Fragen. Wenn Sie schon das hier verstanden haben, dann sind Sie schon in der Lage, Lösungsvorschläge zu entwickeln. Ja, Fragen wie, was ist hier sinnvoll? Was ist hier sinnvoll zu tun in dieser kurzen Skizze des Problems? Was ist hier sinnvoll zu tun? Was ist praktikabel? Es gibt ja Dinge, die klingen theoretisch sehr gut, funktionieren aber in der Praxis nicht. Sie alle kennen solche Beispiele. Ich brauche Ihnen die gar nicht zu geben, weil Sie die endlos kennen. Also, was ist praktikabel? Man möchte eine praktikable Lösung, einen praktikablen Lösungsvorschlag von Ihnen haben. Man möchte eine Struktur entwickelt haben, zum Beispiel, was sehr oft vorkommt vom Grundprinzip ist, dass Sie irgendein Projekt im weitesten Sinne, ja, ein Projekt im weitesten Sinne sinnvoll strukturieren müssen, im Sinne, wie geht man vor? Was ist ein sinnvolles Vorgehen? Was ist ein praktikables Vorgehen? Und ich mache Ihnen das an diesem einen Beispiel mal vor. Ja, Projekt nehmen Sie bitte als völlig allgemeinen Platzhalter, das kann alles Mögliche sein. Und die Handlungsaufforderung lautet dann, entwickeln Sie ein schrittweises Konzept oder irgendwie sowas, eine Strukturierung, strukturiertes Vorgehen, wie immer es formuliert ist. Und wie fangen Sie an, indem Sie erstmal hier erstens, zweitens, drittens, viertens, von mir aus noch fünftens, von mir aus noch sechstens hinschreiben. Ja, wenn Sie sagen, ha, schaffe ich nicht bis sechstens, dann schreiben Sie halt bis viertens oder fünftens hin. So, was immer richtig ist, im ersten Schritt. Ja, erst die Struktur der Lösung hinschreiben, dann die Inhalte, dann mit Inhalten füllen. Das ist die Struktur der Lösung. Es ist gefragt nach einem schrittweisen Konzept, um ein Projekt, was immer es ist, abzuwickeln. Erster Schritt ist immer richtig. Situationsanalyse. Oder in einer W-Frage, wo stehen wir? Was ist eigentlich los? Wo stehen wir? Wenn wir die aktuelle Situation nicht genau umfassen, dann können wir doch auch überhaupt keine Lösung entwickeln. Ja, Situationsanalyse bedeutet, die Situation so wie sie ist, auch ungeschminkt, auch unangenehm, zunächst mal zu beschreiben. Das ist Situationsanalyse. Was ist überhaupt los? So, dann kommt meistens als zweites, dass man ein Ziel oder auch mehrere Ziele definiert. Ja, wo stehen wir? Erstens Situationsanalyse. Wo stehen wir? Was ist los? Zweitens, wo wollen wir hin? So, das ist etwas, was immer gilt. So, im Folgenden kann man jetzt ein bisschen variieren. Dann könnte man vielleicht im dritten Schritt das Wer beantworten. Das heißt also, welche Personen sollen hier mitarbeiten? Ja, Sie können das auch an einem späteren Punkt hinschreiben. Na, ich gebe nun mal hier Beispiele vor. Sie können das variieren. Der dritte Schritt, welche Personen? Der vierte Schritt, irgendwann wird man sich unterhalten über das Budget.
Man wird sich unterhalten über die Zeit. Wie lange dauert das? Wann wollen wir fertig sein? Ein Ziel, wie Sie wissen, ist ja operational definiert, nur dann, wenn man auch eine Zeitdimension definiert hat. Ja? Also viertens, was kostet es? Und fünftens, wie lange dauert es? Wann wollen wir fertig sein? Solche Dinge sind fast immer richtig. Und als sechstes schreiben wir hin Controlling. Auch das ist immer richtig. Wobei wir, ja, wenn Sie ein bisschen von mir schon mal was geschaut haben, wissen Sie, dass Controlling eigentlich hier ein begleitender Schritt sein muss, ja, der eigentlich alle Schritte, also Controlling ist nicht eine Kontrolle am Ende, nach dem Motto, wir sind jetzt doch nicht von München nach Hamburg gefahren, also Situationsanalyse, wir sind in München Ziel, wir wollen nach Hamburg, wer geht ans Steuer, wie viel Geld brauchen wir für Benzin, wie lange werden wir unterwegs sein mit unserem Auto und als sechsten Punkt stellen wir dann fest, wir sind nicht in Hamburg, sondern wir sind im Straßengraben. So funktioniert es natürlich nicht, sondern macht ein permanentes Controlling, ja, was jeder Autofahrer automatisch macht, der immer guckt, bin ich noch auf der richtigen Autobahn. Das machen Sie natürlich auch, wenn Sie ein Projekt abwickeln. Ja? Das ist mal hier ein Beispiel für eine sinnvolle und praktikable Lösung. Und die muss nicht ganz genau mit der Lösungskizze übereinstimmen. Es gibt auch Leute, die lernen, ich glaube es ja nicht, aber es ist so, die lernen diese Lösungskizzen auswendig. Lassen Sie auch das bitte sein. Sie quälen sich nur und Sie gewinnen damit keinen einzigen Punkt. Ja? Okay, das war's für diesmal. Wenn Sie mein System weiter interessiert, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good. Der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.